von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir können wieder zusammen sein und die Bibel lesen. Die wichtigste Buch. Die Bibel zeigt uns oder lehrt auch alle Menschen, wie die Welt entstanden ist. Und die zeigt uns, wie wir sollen auch vorbereiten für die Ewigkeit. Kein menschliches Buch kann uns so zeigen oder so beschreiben, wie wir sollen bereiten und was uns erwartet in Ewigkeit. Darum gut, dass wir die Bibel haben. Aber wir haben vielleicht etliche Bibeln, aber dass die nicht staubig werden, sondern dass wir Gebrauch machen, dass wir lesen und auch nachdenken. Und wir haben auch schon gehört, dass wir auch tun. Und heute wollen wir auf den zweiten Teil unserer Gebetsstunde andere Thema, aber auch aus der Bibel. Und das ist die Thema Gebet oder Danksagung für den Frieden im Lande und auch Dank und Fürbitte für Regierung im Lande. Dank für Frieden. Sind wir dankbar für Frieden? Oder vielleicht sagen, was ist Frieden? Was verstehen wir unter Frieden? Frieden, das heißt kein Krieg, kein Streit. Wir wissen, was auch heute in der Welt vorgeht. Letzte Ereignisse in Kasachstan, das Unfrieden und alles Mögliche und auch Gewalt. Und auch in anderen Ländern, in etlichen oder kann man sagen, in vielen Ländern. Aber Gott will, dass wir sollen Frieden haben, Frieden untereinander, Frieden mit Gott. Und Jesus hat auf die Erde den wahren Frieden gebracht. Und eine Frage, von wem hängt Frieden? Zum Beispiel sagen wir in unserer Familie. Von wem hängt das? Von uns, die wir in der Familie, vielleicht Mann und Frau, Mama und Papa, oder in der Gemeinde, oder in Gesellschaft, oder im Lande. Frieden hängt von uns, die wir auf dieser Erde leben, miteinander. Und die Bibel sagt uns, dass wir sollen Friedensträger sein, Friedensstifter sein. Das heißt, von uns hängt vieles ab. Und heute ist das große Thema, aber Thema ist heute Frieden im Lande. Nicht in der Familie, nicht in der Gemeinde, oder so, sondern im Lande, Frieden im Lande. Und wer hält diesen Frieden im Lande? Wer ist verantwortlich für diesen Frieden? Auch Gott durch den Menschen, durch die Regierung. Denn der Frieden, Stiftung oder Frieden schaffen sollen Regierung, aber ohne Gott ist das ganz schlecht. Und wir sollen Gott danken, dass wir haben Frieden in unserem Lande. Wir sollen danken Gott für die Regierung, die wir haben. Denn was ist ein Land oder was werden wir sein oder haben, wenn keine Regierung? Dann wird Chaos sein. Aber Regierung sorgt für Ordnung und wir sollen sie unterstützen, besonders auch im Gebet. Wir lesen in der Bibel, dass Gott lässt auch manchmal auch Regierung als gottlose Regierung, gottlose Könige oder Leiter, ja, oder Kanzler und alles Mögliche. Denn Weise Salomo spricht in seinem Worte, in Sprüche, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Das heißt, Königs Herz oder Gedanken, Gott hält und führt sie, wo er will. Vielleicht auch das gottlose Könige, aber Gott hält seine Hand und manchmal lässt er zu. Eine Frage, jemand hat gesagt, der König lebe ewiglich. Wer hat das gesagt? Daniel. Wo? In Löwengrube. Der König hat ihn da reingesetzt, kann man sagen, obwohl er wollte nicht. Aber er hat den König nicht verachtet, sondern er sagt, der König lebe ewiglich. Was denken wir manchmal über den
Regierung. Und ich möchte lesen, aus, wie Apostel Paulus schreibt zu Römer in 13. Kapitel, die ersten 7 Verse. Hier steht die Stellung zur staatlichen Gewalt. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott eingeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widersetzt der Anordnungen Gottes, die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn von denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin. Dir zu gut, tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an denen, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun dem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem der Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht dem, die Furcht gebührt, Ehre dem, die Ehre gebührt. Das schreit Paulus zu Römer. Und Prophet Jeremia schreibt in 29. Kapitel, 7. Vers, suche der Stadt Bestes, dahin ich euch weggeführt lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Das Volk Israel wurde in Verbannung und die wollten da nichts tun, denn sagen, wir kommen schnell vielleicht zurück, aber Prophet Jeremia schreibt, dass sie sollen da Häuser bauen, heiraten und leben und auch Garten oder Pflanzen und Weintrauben pflanzen und da leben. Und er sagt, suchet der Stadt Bestes und sollen auch beten für sie, dass es ihr gut geht. Wenn es ihr gut geht, dann wird auch uns gut gehen. Und diese Worte hat auch Apostel Paulus wiederholt, kann man sagen, oder geschrieben zur Gemeinde. In 1. Timotheus lesen wir 2. Kapitel von Anfang. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zum Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das war der Wunsch zur Gemeinde, zu uns heute. Das Wort Gottes spricht zu uns. Und das heißt, wenn wir beten für Regierung, das heißt, wir beten für Frieden im Lande, für Wohlergehen der Bürger und auch für uns als Christen. Wenn es der Stadt gut geht, dann ist das auch für uns gut. Und darum ist unsere auch Pflicht, für Regierung zu beten. Denn Regierung sorgt für uns auch, für die Sicherheit. Wir wollen, wenn Probleme laufen, wir zur Obrigkeit, das und das müssen, oder Polizei soll uns beschützen. Und das heißt, wir sollen auch für sie beten. Die sind auch Menschen und brauchen Gott. Und Regierung sorgt für Sicherheit, für Gerechtigkeit und für kommunale Angelegenheit, für uns. Für Wasser. In unseren Wohnungen fließt reines Wasser. Wer sorgt das? Für Strom oder für Arbeit, für Medizin, für Krankenhäuser, für Altenpflegen. Häuser und soziale Dienste und auch für unsere Rente und für alles, das sorgt die Stadt.
Sie organisiert das und darum sollen wir auch für sie beten, denn Regierung ist ein Werkzeug in der Hand Gottes. Gott sagt zu dem König Nebukadnezar, der König von Babel, auch gottloser König, aber er sagt, das ist mein Knecht, durch ihn will ich ausführen meinen Willen. Darum Gott lenkt die Herzen oder die Gedanken auch gottloser Könige. Und dieser gottlose König ist ein Knecht Gottes, ist ein Werkzeug Gottes. Darum Gott möchte uns segnen, dass wir möchten nachdenken und auch beten für Regierung. Das heißt, beten für Frieden, dass auch uns Wohlergehen, dass wir können versammeln, dass wir können unsere Kinder erziehen in der Wahrheit, in Gottes Wort. Aber wir haben nicht nur Anforderung, dass Regierung soll für uns das und das tun. Wir wollen, dass wir mehr bekommen. Aber wir haben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten gegen den Staat oder Regierung. Und die müssen wir erfüllen, selbst wenn auch vielleicht manchmal ein Nero auf dem Thron sitzt, zur Zeit Paulus. Und wir sollen tun, das, was von uns gefordert wird. Denn Jesus selber sagt, geben ist besser als nehmen. Und wir sollen dienen, anstatt dienen zu lassen. Oftmals, wir wollen, dass uns soll bedient, von der Stadt, auch einer von dem anderen, wir erwarten. Aber wir sollen fähig sein oder diese Freude haben, anderen zu dienen, anderem Gutes zu tun. Nicht erwarten, dass der oder die soll für uns was Gutes, was Schönes tun, sondern wenn wir das tun, dann kommt das zurück. Und sorge nicht nur für sich, sondern auch für Wohlergehen den anderen. Aber wir sollen nicht, sagt es das Wort Gottes auch, dass wir sollen blind jetzt gehorsam sein, das, was die Regierung oder die Stadt sagt, sondern auch manchmal Nein sagen zur Regierung oder zur Obrigkeit. Denn wenn wir werden gedrängt, etwas nicht nach dem Willen Gottes zu tun, was sündig ist, auch heute viel wird vielleicht manchmal gedrängt, aber wir sollen unterscheiden, was gut und was nicht gut ist, nicht nach dem Willen Gottes. Denn Petrus hat einmal auch gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, aber nicht in irdischen Sachen, sondern im Geistlichen, das, was vielleicht Menschen nicht verstehen. Und darum ist unsere, sage ich vielleicht auch heute, dieses Ziel, oder ich will Mut machen, dass wir sollen Gott danken für Regierung, für Frieden, denn durch die Regierung entsteht, dass wir haben Frieden im Lande. Das macht Gott aber durch Menschen, durch Regierung, für unser Land beten, für Frieden. Und Gott möchte uns in dem segnen. Ich möchte nur noch Stichworte lesen aus dem Gebetsprogramm. Wir haben bekommen jedes auch Jahr Gebetsprogramm und da liegen diese Büchlein, das wir können mitnehmen und zu Hause vielleicht diese Anstoßpunkte, um was sollen wir beten. Und heute besonders dieses Thema, danken Gott für unser Land, für materielle Segnungen, für unsere Wohnungen, Häuser, für unsere Arbeitsstelle und Ausbildungsplatz, für Frieden und Glaubensfreiheit in Deutschland, für unsere Bundes- und Landesregierung sowie lokale Politiker, für Bewahrung von großen Terroranschlägen, vom Krieg und Katastrophen in Deutschland, für den momentanen wirtschaftlichen Segen im Land. Wir sollen danken, dass wir alle haben zu essen, zu anziehen. Es sind viele Länder, wo die Menschen können nicht satt essen. Die sterben von Hunger, besonders auch Kinder, wo Katastrophen sind, wo Krieg ist. Aber wir haben so gut und darum, unser Gebete soll nicht aufhören zu danken und auch Fürbitte einlegen für unsere Politiker, für Bund und Land und Kommunenleute. Und um die Erhaltung christlicher Werte und in der Gesetzgebung unseres Landes. Dass wir wissen, dass in vielen Ländern, auch in Deutschland, sichert sich das nicht biblisches
wollen oder willen in den Gesetzen, aber wir sollen beten, dass Gott möchte bewahren, dass möchten richtige Gesetze auch entstehen oder gewählt werden, um Förderung von christlichen Erziehung und Bildung in unserem Land, wie christliche Schulen und auch andere Einrichtungen, auch für die Kirchen, wo wird gepredigt das Wort Gottes, da soll auch wahre Gottes Wort gepredigt, um Bekehrung auch bei Menschen in Verantwortungsposition. Beten für Politiker, dass auch dort möchten sein Menschen, die haben Gottesfurcht, die haben erkannt Gottes Willen und wollen das durchsetzen. Das ist heute unser Gebet, um was wir sollen beten, um Frieden, danken und beten um Frieden und beten für Regierung, dass sie möchte diesen Frieden erhalten, dass möchte nicht zwischen Streit, zwischen Menschen, zwischen Parteien, zwischen Politikern, sondern wir sind kleine Menschen, aber wir haben Gott, der groß ist, der kann lenken die Herzen der Politiker zum Frieden und wir sind dazu berufen, mitbeten, das heißt mit unterstützen. Von uns hängt auch vieles an. Darum Gott segne uns und jetzt wollen wir das auch beten, auch für die Länder, wo Unruhe und Krieg ist. Amen. Wer möchte beten, kann beten. Ich werde abschließen.